Hier ist Clouseau. Platz. Was geht? Nix. Alles wie immer. Alles wie immer. Ja, den Eindruck habe ich bei dir aber auch immer. Bei mir alles. Ja, dass du alles immer so, dass du dich das. Also ich habe so vielleicht, das kann ich jetzt ja mal abfangen, aber vielleicht idealisiere ich aus der Ferne dein Leben zu sehr. Hast du so ein entspanntes Leben, wie ich es mir vorstelle? Wie du es manchmal siehst irgendwo. Ja, dass du so mit so irgendwann so lange schläfst, bis sich die Sonne weckt. Und ja, erstmal lange schlafen, dann alle rausschicken. Ja. Dann erstmal eine Frage stellen, was ist passiert, habe ich heute Release. Ja. Mit der Frage Zeit schinden. Genau. In die Sauna gehen, ja. Zurückkommen. Ja, eine Gitarre schnappen und so. Ja. In der Unterhose erstmal ein ganzes Album schreiben. Erstmal einen Hit schreiben. Genau. Man muss auch mit einem Hund rausgehen, aber... Zu so einer teuren Kaffeemaschine gehst du, dann machst du so einen Kaffee und gehst du in so ein Studio, stelle ich mir vor, da sind dann schon Freunde von dir, die haben schon 4 Songs vorbereitet. Dann machst du nur noch zack, fertig und so. Und mastern, mixen, ciao. Und ist dann, das so? Ist es so? Ein bisschen ist es so. Ist jetzt nicht so, dass Leute Sachen vorbereiten, so Jonathan Mese-mäßig, ich nur noch in die Knete haue, ja, und den Kram rausschicke. Ja, ja. Sondern ich mache das auch noch selber. Aber ich habe einen lustigen Tag auf jeden Fall, der nie gleich ist. Ja, und aber jetzt mal ernsthaft, wenn du tatsächlich jetzt auf Tour gehst und so, gibt es da bestimmte Dinge, mit denen du dich dann total hart dann trotzdem stresst, weil alles gut laufen soll oder so? Was sind so die angespannten Momente? Ich glaube, das haben wir alles im Vorfeld, wenn wir proben, dass wir uns so einen Kopf machen. Aber dann so die ersten Tage merkt man so, dass die Theorie im Proberaum noch mal was anderes ist als dann wirklich live. Und ja, am Ende der Tour sind wir ready für die Tour. Nun, gibt's Rituale, irgendwas, was du jedes Mal machen musst, wo du, oder vielleicht auch teilweise Aberglaube oder so, ne? Es schleichen sich ja in solchen abgeschlossenen so Sachen ein, ne? Ich nehme nie Geld mit auf die Bühne. Ich weiß nicht wieso, seit ich angefangen habe, Musik zu machen, fand ich, dass irgendwie Geld hat auf der Bühne nichts verloren, keine Ahnung. Ja. Ich habe da so einen Aberglaube, wenn da ein Zehner sich versteckt oder irgendwas, dann drehe ich durch. Ja. Das ist ja ganz normal. Dann flipp ich aus. Ja, das ist ganz normal. Ganz normal. Und das ist, fuck! Ansonsten brauche ich vorher wirklich ein bisschen Ruhe, so ein bisschen in sich gehen. Ja. Grönemeyer hat mir mal eine App empfohlen, Headspace. Kennst du die? Wie heißt sie? Headspace. Nee, was macht man? Wie so eine Meditier-App irgendwie. Das mache ich manchmal, um runterzufahren. Die ist echt fett. Ach so, und dann, ja, dann komplette Ruhe und dann natürlich... Dann kommt ein Schild an die Tür, Klüsen schläft, aber ja, dann meditiere ich meistens mit dieser App. Ja. Ist jetzt auch nicht, dass ich da am Schneidersitz sitze, sondern einfach ein bisschen runterfahre. Und dann treffen wir uns und wir haben jahrelang einen Schlachtruf gehabt. Raketenpuller, glaube ich, war es. Ja. Raketenpuller? Raketenpuller. Willst du die Geschichte erzählen oder besser nicht? Doch, doch. Ich weiß nicht. Doch. Raketenpuller, das war ein Kumpel, Musikerkumpel von uns, hat uns das erzählt, dass sein Sohn in der Badewanne stand, der ganz klein war, und hat den Ständer und gesagt, Papa, guck mal, Raketenpuller. Ja. Und wir fanden das so cool, dass das unser Schlachtruf war, bevor wir auf die Bühne sind. Ah ja, okay, ja, alles klar. Ja, das ist der Junge ist inzwischen erwachsen und schämt und freut sich, dass wir die Geschichte noch mal hier erzählen. Vor allem. Ja. Das ist toll. Wie heißt er? Anton. Anton, hallo, schöne Grüße, Anton. So ist das. Ich habe aber auch mal, was ich krass fand, du hattest, ich weiß gar nicht, was es war, du durftest irgendwie aus irgendeinem Grund mal 4 Wochen nicht sprechen oder ich hatte nicht eine, singen oder so. Tatsächlich, ich hatte eine Stimmen-OP. Ich hatte jetzt keine Knötchen, sondern so eine Zyste, egal, musste operiert werden. Ja. Und dann durfte ich 4 Wochen nicht reden und habe mich da ins Hotel eingebucht, bin auch mal auf eine Party gegangen. Wie, ohne reden? Ja, ich habe dann... Unsympathisch. Ja, die Leute haben auch gedacht, ich verarsche die einfach nur, weil ich dann Siri alles sprechen lassen habe. Ja. Bis ich nach 2 Wochen gecheckt habe, man kann auch eine Männerstimme einstellen. Quasi so, ey, ich hätte gerne einen Gin Tonic. Keine Ahnung so. Ach, ja, du bist dann tatsächlich stimmlos dann trotzdem, also weil der Arzt gesagt hat, reden nicht, saufen okay. Saufen ist okay. Ja. Ich durfte nach 14 Tagen durfte ich einfach schon wieder trinken. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht, war im Hotel die ganze Zeit und habe keinen Bock mehr gehabt, da rumzuhängen. Naja, irgendwann, weil du bist ja, muss man ja sagen, du bist ja erstaunlich zugänglich. Und ist das etwas, wo du dich auch mal fragst, ja, warum kriege ich eigentlich dafür jetzt irgendwie so eine Art Anerkennung? Ich habe irgendwie Schwein gehabt, ich habe nie so harte Drogen genommen, muss ich sagen. Ja, das ist gut. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Geheimtrick. Man liest das dann in so Bios, wenn dann The Who irgendwo in die Lobby fahren mit einem Jeep. Ja.
Und später checkt man, die waren auch einfach drauf. Die waren ja, nicht nur lustig, die waren einfach drauf. Die haben nicht gedacht, oh, mit dem Jeep in die Lobby fahren, super Idee. Ey, lass mal den Tiger frei oder so. Das ist natürlich nicht einfach so eine fixe Idee, weil man so geil drauf ist, sondern so, genau. Man war einfach drauf. Also alle jetzt auch zu Hause, die das sehen, die sagen, hä, wie kriegt man das hin? Wie kann man ein erfolgreiches, schönes, ausgeglichenes, entspanntes Leben haben? Keine Drogen nehmen. Ja? Keine Drogen nehmen. Geheimtipp von Clouseau, ja, für alle zu Hause. Toll, sehr gut. Jetzt hast du dich zusammengetan und machst du immer mal wieder mit vielen verschiedenen anderen Musikern. Ja? Und jetzt mit einer jungen Musikerin, Elif. Ja. Wir haben gerade schon einen kleinen Ausschnitt gesehen aus dem Song. Ist übrigens auch hier mit drauf, ne? auf dem Re-Release, glaube ich. Genau, ne? Ich habe das Album noch mal als Deluxe-Version rausgebracht mit 5 neuen Songs. Das digital, ne? Ich zeige es jetzt digital, mal, genau. Man sieht, wie es aussieht. Genau, Deluxe-Version, da sind 5 neue Songs drauf. Auch einer mit meinem Großvater, der leider letztes Jahr verstorben ist, der ein sehr guter Homie und Freund von mir war einfach, der mich zur Musik gebracht hat, gibt es ein Stück, der alte Joe und auch Mond mit Elif und noch ein paar anderen. Ach echt? Und mit deinem Großvater hast du zusammen einen Song gemacht? Was hat er dann, hat er gesungen? Oder? Der hat gesungen, der hat mich zur Musik gebracht. Der hat Musik gemacht früher, wir haben auch ein Album aufgenommen. Er hat aber nicht mehr aufgehört, das Album aufzunehmen. Er kam quasi jede Woche und hat gesagt, komm, noch mal ins Studio. Und irgendwie, wir haben dann immer zu Weihnachten das Album noch mal rausgebracht mit 2 neuen Songs. Ja. Das mache ich ihm jetzt nach. Sehr gut. Also, ihr müsst euch nur noch dieses Album hier merken. Es kommt einfach alle 3 Wochen raus und es sind 5 neue Songs drauf. Und das hat auch einen praktischen Titel, also das kann man sich alles merken. Kann man sich merken einfach so. Ja. Sehr gute Idee. Wenn man das mal live sehen will, dann gibt es die Gelegenheit überall eigentlich in Deutschland im September, ne? Geht's los? Ab Mai geht's los, die ganzen Sommershows und Festivals endlich wieder, was ich absolut Wahnsinn finde. Und dann im September kommt die große Clouseau-Tour.